an der Tür rütteln. Oh, sie geht ja auf. Das ist nicht so spannend. Okay. Das sind dann die Pilze. Pilze. Wir essen einen, dann werden wir größer. Ein falsches Spiel. Ich wollte das sagen. Aber ich hätte eher gesagt... Ja. Ach, da vorne ist ja Ulf. Tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Ich wäre dran vorbeigelaufen, hättest du nichts gesagt. Ne? Ist aber auch viel zu hell, um sich zu verstecken. Ne? Ja. Kriege ich trotzdem. Überhaupt keinen Bock auf den jetzt gerade. Mhm. Ulf kommt immer ungelegen. Klingt nach so einem Kinderbuch. Okay. Wir nehmen an, wir müssen ja hier durch und das irgendwie ausmachen. What's happening? What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever returns! Dollar Flashback. Ja. Legen wir den mal weg. So. Hier hin. Fertig. Oh. Ich will das Wasser da mal irgendwie mal dahin. Das sieht schön aus. Doch nicht so. Doch schön. Mit Mosaikeffekt. So, kommen wir da nicht hin? Nee, wir kommen von hinten weg. Also von da. Was ist da an der Decke links? Ein Loch. Leiter. Ich frage mich echt, wie wir, nachdem wir jetzt schon so tief in das Schloss vorgedrungen sind, immer noch 2 Meter über uns Tageslicht haben. Was wird das? Hast du das gehört? Ich hab's nicht gehört, natürlich hab ich's gehört. Das war irgendwie fies über uns, das Geräusch. Du, ich sehe auch schon kommen, das ist gleich wieder so ein scheiß Wasser-Aal-Dings. Es ist kein Aal, aber ich nenne es mal so. Aal-Dings. Was ich kommen sehe, ist, dass einer die Spülung drückt und dann kommt mal was richtig Ekliges. Geld! So. Eins, ein Rätsel. Zwei. Öl. There contains less than half a lantern worth of oil. Das wird immer fieser. Wir haben aber gerade so less than half, oder? Nee, wir haben more than half. Nee, ich meine, was fehlt, ist gerade so less than half. Verstehst du? Ja, da unten sind die Tage sind ein Jahr. Naja, aber es wird irgendwie gedruckt. Mementos? Die lärmende Maschine wird von 2 Hebeln. Okay, ich wette also, das ist so eine Gang, das ist ein Getriebe. Da kann man die Zahnrad wahrscheinlich schneller und langsamer drehen. 2 kleine Zahnräder bedeutet schnelleres Drehen. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Wie ist denn das beim Fahrrad? Die erste Kurbel kontrolliert die großen Gänge, also vorne. Je größer die Zahnräder, desto schwerer wird es drehen. Ja, aber nur vorne. So. Wenn ich vorne aufs größte Rad gehe, dann habe ich hinten. Pass mal auf. Das heißt so, beim Fahrrad wäre eigentlich das hier der langsamste Gang. Wenn das vorne wäre, vielleicht ist es nicht so. Nee. Ich blicke nicht, was du mit vorne meinst beim Fahrrad. Vorne ist doch kein Zahnrad für die Kette. Natürlich. Es gibt vorne Räder und hinten Räder. Du kannst vorne die großen die Sprünge machen. 1, 2, 3. Ja, du meinst da, wo die Kette ist. Also, ich rede die ganze Zeit von den. Ja, ich rede von. Was rede ich denn sonst? Weiß nicht, wenn du Fahrrad vorne sagst, denk, wenn du vorne. Ich meine nicht den Vorderreifen. Ja, aber jetzt guck. Jetzt ist es ganz langsam. Ja, und nicht mehr so noisy. Na dann, gehen wir mal gucken. Die Frage ist, welcher Mechanismus... Und Rückwärtsgang. Oh, fuck. Hat er uns schon gesehen? Ja, hat er. Wir haben immer noch nicht das Mysterium gelöst. Gehen wir da rechts unter die... Genau, da runter, ducken, runter. Kann der Türen öffnen oder nicht? Ich find's witzig, wenn er jetzt dreimal klopft und dann nicht reinkommt. Oder unserer dann ruft, who's there?
Soll ich mal die riskieren und die Tür aufmachen? Mann, es geht ja eh nicht voran, wenn du es nicht machst. Was klemmt? Nee, ich hab gedacht, der würde jetzt direkt dahinter stehen und die Tür geht nicht mehr nach außen auf, aber sie geht ja gar nicht nach außen auf. Aha, ich habe euch eingesperrt. Aber eigentlich war es klar, dass er an der Stelle kommt. Ja. Aber ich muss sagen, der Schockeffekt ist schon so ein bisschen verbraucht, oder? Also ein bisschen, ja. Also seit dieser Stelle unten im Keller, wo die Tür, wo man da dauernd hinter sich zumachen musste und bei diesem alten Denkern musste, das hat am meisten gestresst bisher. Aber das Spiel geht ja auch noch ein bisschen. Ach ja, und wir haben ja noch das Add-on vor uns. Wenn wir das machen, dann haben wir es noch vor uns, ja. Guck, das dreht sich jetzt langsam. Ah, ja. Und gibt es hier nochmal so einen Raum? Ja, ich gucke jetzt mal gerade. Also es ist definitiv immer noch zu schnell, um da nicht zerhäckselt zu werden. Das weiß ich nicht, wenn er geschickt ist. Was er nicht ist. Das ist ja seine tollen Sprungeinlagen. Epp. Was ist das? Oh ja. Cool. Ich kann sie abbrechen. Durchbiegen, was ich cool finde. Okay, vielleicht kann ich jetzt blockieren damit. Ja, eine gute Idee. Nicht wahr? Nö. Hast du gehört? Nö, das war ich. Mit die Finger. Oh, okay, Finger raus. Ja. Zack. Okay, jetzt mal hurtig. Ja, geh weiter. So. Das war ja einfach. Wir sind drin. Aus dem Wasser raus. Warum sieht es hier so korrumpiert aus? It is impossible. Ich wette nicht, weil sonst hätten wir doch hier nicht was so... Was knirscht da? Ja, das ist doch das. Ja, da brauchen wir jetzt irgendeine Säge oder... Ja, ich nehme mal an, dass das unsere Hammer und Meißel nicht für alles gut sind. Ratten? Tote Ratten? Was pulsiert das ekelhaft? Könnte natürlich auch irgendwie so... Alter! Turn around this instant! You are carrying the shadow with you! Das ist so ein scheiß Zombie. Boah, ist das ekelhaft. Das ist aber auch geil, dass du den am Kopf quasi... Hallo Kumpel! Das sieht ziemlich tot aus. Ich hoffe es auch. Boah! Na! Hallo! Ich bin der Wolf! Na, Schätzelein! Hallo, ich bin's, Martin. Schon hat man keine Angst mehr vor ihm, wenn man einmal mit ihm spielen kann. Ja, wart's ab, bis er gleich neben dir steht. Da. Lebendig. Rechts ist übrigens so ein Drogending hier. Opium. Ja. Und eine Hand. Da kommt jetzt sicher so ein Handscanner. Brauchen wir den Arm. Ja, schön. Was? Okay. Ist dahinter was? Mein Handy vibriert. Philipp, du musst übernehmen. Ich übernehme. Mich ruft sowieso die Toilette. Uiuiui. Bis gleich. Ich wusste nicht, dass die Toilette deine Nummer hat. Oh. So. Ist das eigentlich ein Ei oder was ist das? Und warum ist hier sonst nichts? Ach du, was zur Hölle? Was zum... Ah! Fuck you! Ach du grüne Neune. Ach du Scheiße. Ihr seid doch Schweine. Wo denn? Die Tür ist zu. Ich bleib hier.
Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das war aber auch irgendwie ein anderer jetzt. Der hatte eine Rüstung an. Ich entschuldige mich schon mal dafür, falls euch gerade die Ohren weggeflogen sind. Mir ist dafür das Herz implodiert. Ich traue mich hier nicht mehr raus. War ja auch klar, dass ich die falsche Richtung eingeschlagen hatte. Aber er war auch schnell. Da ist er wieder, da ist er wieder. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Kommst du nicht rein? Schwein. Oh. Hinfort mit dir. Ich habe einen Torso. Komm. Hast du mich schreien hören? Bis mich, auf die Toilette. Er hat mich sowas von umgebracht. Er hat dich so. Es gibt einen neuen. Ein gerüsteter, der hatte eine Rüstung an. Ich sag doch, es gibt einen großen. Nee, er war nicht größer. Er war nur viel, viel fieser. Ich war hier hinten. Ja. Doch, da wird schon nichts sein. Gehe ich mal zurück. Ja. Also hier rechts lang gegangen. Und dann? Und dann dachte ich zumindest, dass der Sound von hinter mir kam. Ich also hier nach vorne gehechtet. Und wer steht rechts neben mir? Dieser Arsch. Und es war so brutal fies, weil der auch anders aussieht. Ach, der hat das Ding da durchgehauen, oder was? Das war doch vorhin zu noch. Ach, ist das das? Ja, das war das Tor. Der hat also definitiv Power. Er hat auch bloß einen Schlag gebraucht und ich war futsch. Ja. Soll ich wieder übernehmen? Nee, warte mal, ich will noch mit dem Aal spielen, wenn er das ist. Das ist er nicht. Das ist Wasser, das von oben runter kommt. Danke sehr. Bitteschön. Wo? Oh Gott. Ja. Das ist der, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich will es auch nicht wissen. Ich warte nur, dass ich irgendwann rückwärts in einen solchen Raum reinlaufe und der da schon ist. Ich hab übrigens gemerkt, man kann die Geräusche kommen. Was? Es explodiert, das Saft-Sift-Zeug. Boah, erschreck mich doch nicht so. Blödes Sift-Zeug. So. Der hat auch richtig schwere Schritte, wie du hörst. Sag ich doch. Sieht aus wie Raucherlunge. Das wäre vielleicht eine tatsächlich wirksame Abschreckwerbung auf Zigarettenpackungen. Im Gegensatz zu dem, was im Moment draufsteht. Bringt ja alles nichts, oder? Ich muss da lang. Schleich einfach. Ich muss ja immer noch rennen, wenn er kommt. Fürchtet ihr den schwarzen Mann? Nein, nein, nein! Kennst du es nicht? Nein, nein. Man macht sich, glaube ich, manchmal auch mehr Stress selber, als tatsächlich, also ich meine... Sag sowas nicht, konzentrier dich lieber. Sonst steht er wieder hinter der nächsten Ecke. Sag's dir. Ich habe irgendwie schon wieder was gehört. Ja, versteck dich in der Röhre. Ja, ich springe hoch, mach das Ganze so schnell. Boah, nö, der steht da einfach. Wieder in diesen Raum zurück. Ja. Das ist kontraproduktiv. Nee. Weil du da eh lang musst, Philipp. Hab ich gar nicht gesehen, oder was? Nee. Die Musik hat sich auch nicht verändert. Aber ich habe ihn gesehen. Du hast den auch gesehen, oder? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Was? Ich fordere denn den Videobeweis. Komm, mach du. Und dann steht er vielleicht immer noch da. Na gut. Dann bist du schuld. Ja.
Wo war das jetzt? Da vorne? Und dann hier. Nee, links und dann rechts. Ja, dann gehe ich jetzt halt hier lang. Ja, das ist ja. Oder? Ah ja. Ist er das? Ja, natürlich. Was soll es denn sonst sein? Hm. Aber ist das Ulf oder der andere? Der Koch oder was? Ja, scheiße. Wie kriegen wir den jetzt da weg? Vielleicht, brauchen wir den Körper von Ulf? Nee, das geht doch hier einmal so rum. Ja. Vielleicht kannst du ihn da... Da locken also und dann nach vorne genau, rein. Genau, dass er dir hinterher... Das ist wieder Stress. Ja. Na gut. Einmal Stress, bitte. War bisher noch nie so, dass er... Nur so da stand und gewartet hat. Wie er sich total freut. Und auf geht's. Gott! Oh Gott! Du bist in die falsche Richtung gegangen. Ja, oder? Ich wollte mich umdrehen kurz. Mal gucken, wo er ist. Bitte, er ist direkt hinter mir. Ich kann mich jetzt nicht um. Nee. Oder er hat jetzt. Nein, rechts! Du gehst falsch! Nee. Achso, du warst schon einmal weiter rum? So. Ja. Wow, 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 wow. Ich renn. Ja, bitte. Kletter doch. Bleib mal da, der kann dich doch nicht erwischen, oder? Ich will noch sehen, ob er kommt. Also, wenn der Leitern gehen kann, wird's mich wundern. Man sieht nichts. Nee. Trotzdem, das war jetzt gerade wieder Adrenalin. Ich das war wirklich du gehst falsch. Gott. Die Geräusche werden auch immer, als ob werden die Viecher werden auch immer größer, glaube ich. Das ist ganz fies einfach nur. Licht? Das finde ich gut. Licht mag. Wir hätten die Laterne unten doch auffüllen können. Haben wir nicht gemacht, ne? Ja. Hm. Egal. Echt noch kein Spiel geschafft, dass ich hier vor dem Rechner sitze und schreie. Also. Wie ein Mädchen. Jetzt, guck dir später mal das Video an. Du bist ja geflüchtet, ne? Du bist ja hier auf die Pipi-Box. Ne, ist mir alles viel zu dunkel hier. Außerdem weiß ich da nicht, in welchem Gang es schon war. Eine Wendeltreppe. Hörst du das Knurren? Ja. Jetzt bin nur noch eins. Warte, geh nur noch hoch. War da nichts? Da links, dieser Balken, der da so einfach so locker, flockig steht. Der steht da. Und was liegt da auf dem Boden? Zeug. Schmeiß mal einen Stein runter. Wie tief es da runter geht. Ich würde gerne, aber diese Steine sind zu schwer. Diese Steine sind anscheinend einfach nur nicht dazu gedacht, geschmissen zu werden. Ein Antigravitationsstein. Geht immer noch weiter runter. Das ist ja nicht so, dass wir gerade von da unten kämen. Ja, das stimmt. Boah. Knurr. Oh. Ich wäre dafür, du gehst nochmal runter und füllst die Dings auf. Bloß nicht, ey. Na, oh, schön dunkel. Na, ich mag's schön dunkel und so schlecht, wa? Gibst aber ganz schön viele von den Dingern aus in den Mund. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes? Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Agrippa ist offenbar ein Deutscher, was man an dem amerikanisch-englischen deutschen Dialekt hört. Oh, da ist Zugnagel. Woran hast du das nur gesehen? Da ist Licht. Wollt das anmachen? Schaufel?
Schaufel. 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 Das muss man später sicher noch irgendwie zu. Markus. Was denn? Was die ist Schaufel, die Schaufel da? Ja, die kann man nehmen. Oh, ich dachte, man kann sie irgendwie. Um mal wieder ein ganz altes Thema anzusprechen. Ha, ich hab durchgetroffen. Dieses Ding da unten erinnert mich total an Diablo 1. Das da? Ja. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt passiert. Bloß nicht, ey. Wetten, der kommt dann frei. Guck dich erstmal um. Ja, allerdings. Ich kann auch noch eine Lampe anmachen. Was bringt es ihm überhaupt da weg? Ich meine, der kommt der wird garantiert nicht raus. Das ist vielleicht Agrippa. Das könnte natürlich sein. Next to me. Ich will ihn jetzt aber nicht. Schmeiß was auf ihn drauf. Okay. Also das ist auf jeden Fall wohl die Folterkammer. Next to me. Wie es ein metallisches Geräusch gibt. Der ist aber auch anders. Nee, ich will jetzt nicht. Grüße Zivice. Ich guck erst mal, was ist das? Genau, wie ob ich von hier war. Warum hast du einen französischen Akzent? Ich weiß ihn nicht. Oh, noch ein Schloss. Das sieht jetzt aus wie eine Bibliothek. Fehlen nur noch die Bücher. Richtig. Ein Apfel. Vielleicht mag Ulf Äpfel. Was ist das denn? Ich glaube, eine Gummizelle. Nur, dass es damals noch kein Gummi gab. Deswegen reduzieren wir jetzt einfach auf Zelle. Ein Gefängnis? Ich wette, hier kommt auch gleich Ulf und wir müssen in so eine Zelle flüchten. Oder du machst eine Zelle auf und runter. Kanzel. Ich würde so lachen, wenn er einfach da hinter der Tür lauert. Ich hab grad gedacht, aus dem Augenwinkel, da bewegt sich was. Ja. Soll ich erst hoch oder erstmal den Typ da? Ich bin mir unsicher. Geh mal hoch. Hoch? Ich wäre für hoch. Ich meine, der hing ja jetzt schon jahrelang, der kann noch ein bisschen länger hängen. Naja. Oh. Ein Schinken. Meat. Kann ich das fressen? Nee, das brauche ich sicher noch. Warum hängt da eigentlich frisches. Warum liegt da frisches Fleisch? Das ist eine, glaube ich, sehr berechtigte Frage. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. War das die Stimme von Daniel jetzt? Von nee, Dengel, das war irgendjemand anders. Ne? Also, ich bin immer noch der Meinung, dass wir und dieser Alexander da. Ja, der Alexander auf jeden Fall. Schöne. Oh Gott. Warum verzerrt es da schon wieder alles? Weil er sich erschrocken hat. Warum denn? Du warst doch nix. Schießer. Schießer. Wieder Apfel. Ich kenne da ein gutes Rezept. Ich brauche dazu frisches Fleisch und einen Apfel. Oh Gott. Ach, doch zu. Oh Gott. Ich finde aber, von diesem Spiel können sich alle Spiele machen, was abschneiden. Alles angeht, mal eine Scheibe abschneiden. Who are you to question me? Oh ja. Next to me. Soll ich jetzt mal? Ich glaube schon.
You have my gratitude. My name is Grin. Who might you be? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You've hurried too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable, but I guess basically it could be breached by another. But Alexander broke his, I mean, my oath, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oath and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak matters, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Eine kleine Frage noch. Ja. Mit welchem Mund hat er gerade gesprochen? Avec six,